Mann, Box! Hallo. Hallo, ja, mir ist ein bisschen was Blödes passiert. Eigentlich wollte ich einen anderen Text machen, aber dann habe ich gemerkt, dass ich ein Blatt verloren habe auf dem Weg. Ein bisschen blöd, aber ich mache einen anderen, das ist nicht schlimm. Denn ich habe vorhin auf die Spree geguckt, das war sehr schön. Dann habe ich mir gedacht, weil ich jetzt seit einem Monat hier in Berlin wohne, ich komme eigentlich aus dem Harz. Kennt ihr irgendwer den Harz? Jawohl, sehr schön. Darüber habe ich einen Text geschrieben, über meine Heimat, weil wenn man unterwegs ist, dann vergisst man das oft und denkt man sich, da muss man was aufschreiben über seine Heimat. Herausgekommen ist dann ein Text, der hoffentlich Berlin heißt. Hat nicht so gut geklappt. Wichtig für den Text ist, dass man das Bier Hasseröder kennt. Da wohne ich in der Nähe von der Brauerei. Und den Brocken, den größten Berg bei uns, das ist sehr wichtig. Der Text heißt hoffentlich Berlin und geht so. Wenn Nadelbäume sich durch den kalten Wind verbiegen und Menschen auf den Sandsteinruinen liegen, alle die Wernigeröder, die Blankenburger, die Halberstädter, dann sagen Sonnenstrahlen, Sohn, heute ist Wanderwetter. Denn da gibt es gar keine Diskussion, weil das hier eine ungeschriebene Regel ist. Hast du einen Garten, so wird im Sommer die Vereinsfahne gehisst und Oma sagt dir, Kindchen, dass du mir doch bitte nicht vergisst, dass du wenigstens sonntags kein scheiß Vegetarier bist. Und die Balken halten nicht nur die Fachwerkhäuser im Zaum. Nein, ich glaube wohl kaum, dass diese Stadt, diese Region wirklich der Lohn für Träumer ist. Dieses Paradies für junge Familien, Kleingärtner und Rentner ist höchstens ein Zweitwohnsitz für Revolutionäre, Dichter und Denker. Hier, wo der Aufstieg zum Brocken zur Zerreißprobe wird für frische Paare, wo Kreisliga-Fußballspiele besser besucht sind als Wahllokale, wo man zur Bratwurst niemals den Senf vergisst und Hasseröder Premium-Pilz für alles, wirklich alles, eine Lösung ist. Du hast die Prüfung bestanden, Hasseröder Premium-Bier. Hier nimm erstmal einen halben, denn der Grill brennt, trennt sich deine Liebe von dir, bleibt dir am Ende immer noch das Hasseröder Premium-Bier. Ja, ja, vielleicht übertreibe ich, doch seit einiger Zeit wirkt der Wald hier nur noch nebelig. In dieser Stadt, in dieser Region warst du damals meine Hauptattraktion und so ruhte ich mich aus auf diesem Kissen der Bequemlichkeit, doch mit der Zeit wurdest du bald meine ausgehende Taschenlampe im dunklen Nadelwald. Denn hinter den Bäumen, hinter den frisch gestrichenen Gartenzäunen höre ich etwas und du wunderst dich, aber ich höre dich nicht, ich höre nur Quietschen der Gleise. Fernweh? Schick eine Nachricht ab, wann ich weiß, wie es weitergeht, sage ich dir, wenn ich Pause habe. Doch Pause machen kann ich nicht, denn ständig ist eine Verbindung schneller, die mich wegfährt. Weg von alledem, wann wir uns wiedersehen, weiß ich auch noch nicht, doch morgen ganz bestimmt. Und wenn du mich fragst, wo ich bin, dann sage ich nicht allzu weit, doch mit der Zeit denke ich mir, hoffentlich Berlin. Es wird Zeit, endlich wegzuziehen, weg von all dem Dreck, denn ich steck so tief in dir, also emotional. Das Bier neben dir schmeckt immer schal, denn es zeigt den Fehler auf. Die beste Ausfahrt nahmen wir damals nicht in Kauf und jetzt stehen wir im Stau. Also muss ich fliehen. Und der Zug spuckt mich aus, hoffentlich in Berlin, weg von Äckern, weg von Harzkäse und deinem Geruch lieber riechen von Tabak, Staub und Benzin. Und wenn mich jemand fragt, hoffentlich Berlin, also Mitte zum Zweck ist fliehen. Also ziehe ich mir die Wanderstiefel aus. Nehme den nächsten Weg, wir sind hier im Harz, also geht er garantiert bergauf, ziehe ein Ticket und fange an zu fliehen. Und wenn mich jemand sucht, dann hoffentlich nicht in Berlin. Dankeschön. Der wundervolle Aaron Box aus dem Harz und jetzt Gott sei Dank in Berlin.